Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. So, ich habe noch die Speerspitze ein bisschen geübt. Bisher verliere ich fast alle Spiele damit. Also ich glaube, ich habe drei verloren und eins gewonnen. Also so viel habe ich noch nicht getestet, aber ne, im Moment sieht es miserabel aus. Die Idee auf jeden Fall immer noch, vorne Mitte aufzustellen und vor allem dann auch mit, wenn es sein muss, und das muss häufig sein, dann mit den Overlords, Adlerkanonen wegen dem Burstschaden, die dicken Dinger wegzuräumen, bevor sie genug Schaden anrichten. Problem der Strategie bis in den letzten Runden war gewesen, dass man zu unflexibel ist, wenn man vorne steht. Ich habe jetzt allerdings eine Idee, da ich das mit dem Beacon einfach versucht zu lösen, in diese Schwäche der Aufstellung. Müssen wir mal gucken, ob das geht. Welcher Start ist dafür gut? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Machen wir erstmal das. Was keinen Sinn macht, ist die Crawler hinten hinstellen. Letzte Runde hat einer einfach mit. Einfach eine Wespe hingestellt, ne? Das klappt natürlich dagegen, das Headquarter trotzdem weg. Aber die kann man direkt auch in der Front verbraten, die müssen nicht an den Bildschirmrand. Okay, und wir machen hier vorne. Das soll ja wehtun. Jetzt am Anfang habe ich natürlich noch nichts, um dagegen vorzugehen, was der Gegner hat. Also erste Runde kann immer sehr schmerzhaft so werden. Ja, aber das Kleinvieh kriege ich wahrscheinlich nicht tot, ne? Also er wird ja jetzt Crawler holen und keine Fangs, deswegen habe ich automatisch mit meiner Aufstellung verloren. Also wahrscheinlich ist das so ein, wenn ich so eine Starthand wähle, ne? Wie gesagt, noch in der Lernphase, dann kann ich das gar nicht mehr leisten, mich vorne aufzustellen. Ich kann die Crawler ja nicht dahin stellen, das geht ja nicht, ne? Sind die ja sofort weg, bevor der Rest der Armee mitmacht, ne? Also und da habe ich die Crawler da einstelle, habe ich in der ersten Runde vielleicht besser und dafür alle anderen Runden die Arschkarte. Ich denke, dass das eine ungeeignete, also Adler ist sowieso scheiße in der Startaufstellung. Aber vorne hinstellen, also ich habe noch keine Crawler-Aufstellung, die Sinn macht, wenn ich mich vorne hinstelle. Es sei denn, es wäre ein Crawler-Arclight oder sowas, dann könnte man es überlegen. Obwohl der sich jetzt sehr weit hinten hingestellt hat, da klappt das vielleicht. Mal gucken. Kommt ein bisschen darauf an, ob die Marksmen überleben. Aber also das ist, glaube ich. Ich müsste weniger auf den Spezialist als mehr auf die Starteinheiten gucken, glaube ich, bei dieser Speerspitzenaufstellung. Ich kann gerne Tipps und Tricks runterschreiben, was ihr denkt, wie die funktioniert. Also ich versuche jetzt alles, die zum Laufen zu bringen. Irgendwie wird es schon gehen. Und wenn nicht, dann hatte ich die nächsten 10, 20 Runden Spaß gehabt. Aber ich will einfach was ausprobieren. Ja, man hat diese Hintenaufstellung, man hat diese Rush-Aufstellung und ich mache jetzt diese Mittelaufstellung. Und wenn nach 10, 20 Spielen dauernd verloren ist, dann muss ich halt irgendwann eingestehen, dass es nicht funktioniert und dann fertig geht's weiter. So, Panzerplatte kann gut sein, kann auch sinnbefreit sein. So ein Spawn geht ja immer. Das Kleinvieh ablenken von einer Seite, dann hat man auch eine Siegchance. Sind zu viele von diesen Arclights da, ne? Ich pack das einfach jetzt hier drüben hin, damit die mit meinen laufen. So, ja, die Marksmen, die können wir jetzt vorne beschützen, aber dann habe ich immer noch keinen Anti-Small. Also die Starthand, die ich hatte, ist völliger Humbug für das, was ich hier vorhabe. Da ist nichts zu holen. Muss ja jetzt die holen, aber ich hätte auch ein Arclight gebraucht vielleicht. Aber dafür bin ich noch flexibel aufgestellt. Kann man die schon ganz vorne hinstellen? Ich vermute mal ja. Ich will ja gleich hier zwischen was hinstellen, ne? Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn die so stehen. Auch wenn die jetzt auch wieder auf die Fresse kriegen. Ey, die Starthand ist einfach unspielbar für das, was ich hier vorhabe. Nennen wir es doch, wie es ist, ne? Bam, bam. Wieder keine Arclights. Also diese neue Aufstellung braucht einfach ein komplett anderes Mindset zum Spielen. Und zwar vollständig. Aber das wird ja dann auch irgendwann mal nach ganz, ganz vielen Schmerzen der Vorteil der Strategie, dass die Gegner halt oft überrascht werden. Tatsächlich ist es so, dass ich die meisten ersten Runden mit dieser Strategie neuen Aufstellung gewinne, weil der Gegner sich erwartet, dass ich vorne stehe. Aber das hängt dann auch von den Einheiten ab, ob die Sinn machen anscheinend, ne? So, lass mal das Momentum brechen vom Gegner.
Super. Dann brechen wir das hier. Ja, da machen wir jetzt. Also, ich meine, die Dinger sind ja völliger Blödsinn. Ne? Ja, der schießt da rein sofort tot. Was er das da hingestellt hat, macht ja null Sinn. Aber daran sieht man, wie schwach das ist, dass ich jede Runde trotzdem verliere. So, dann machen wir erstmal das hier, bis wir halt wissen, was wir sonst noch brauchen. Hier kommen wir von der Seite. Hier noch mal draufballern. Will ich, glaube ich, nicht mehr Reichweite ausgeben. Ich habe ja noch Geld über, um flexibel zu spielen. Flanken sind halt leider auf gegen Luft, ne? Das ist problematisch. Da muss ich früher oder später einen Satellit hinsetzen. Wenn er zu früh setzt, den Satellit, dann bringt er natürlich zwei Einheiten. Es macht Sinn, damit zu warten, zumal er in der ersten Runde eh wenig rausholt aus einer Flanke. Ja, also ich mache alles, damit die Einheiten funktionieren. Das Problem ist halt, dass die nach Runde 3 sehr wenig Bedeutung haben. Ja, also das können wir, glaube ich, auf die Karte setzen. Starthand unbrauchbar für die Idee, die ich da habe. Oh. Ah, der tankt die Artillerie. Jetzt habe ich halt alle Kategorien zusammen, deswegen klappt das anscheinend und der Sturm hat sich auch geholfen. Orbital. Ach ja. Hat ganz viel Kleinvieh in den Seiten geholt, okay. Ah, eigentlich kein Freund davon. Ich überlege trotzdem, weil man eine Menge Probleme gleichzeitig löst, wenn er die holt. Und eben zusätzlich noch das Kleinvieh. Ansonsten gibt es mal Arclights dazu. Ist ja genug Kleinvieh unterwegs. Genau, denen würde ich jetzt einfach mal Reichweite geben, aus Sicherheitsgründen. Ist ja doch ein Level auf den drauf, ne? Da haben wir noch 600 Punkte. Ich habe so viel Geld über, ey. Ja. Vielleicht können die ja was abknallen. Da müssen wir Anti-Air kommen, da kann man ja fast schon mitrechnen. Die Dinger da geholt. In die Luft. Ja, hat jetzt eigentlich nicht so viel Schaden mehr der Gegner, ne? Das können wir mit Raketenabwehr wegholen. Also ich meine, wenn wir das Spiel in die Länge ziehen, ne? Ich habe ja alle Vorteile auf meiner Hand, wenn wir einkommen. Also ich habe keinen Zugzwang im Moment. Je länger wir es machen, desto größer ist der Vorteil und desto mehr tue ich meinen beschissenen Start ausgleichen. Also zwei Gründe, das eigentlich gemütlich weiterzumachen, auf den Gegner zu reagieren. Eine Wespe. Kann man bei ihm, glaube ich, nicht hinstellen, ne? Naja. Level kann man mitnehmen, das glaube ich immer effizient. Oder ansonsten machen wir nochmal eine Runde Anti-Small. Glaube, dann packen wir noch Modelltank dazu.
aber mehr sehe ich da jetzt auch wieder nicht, was ich brauche. Ich werde den Knopf gleich ausgeben. Da ist ein Drop. Ja, aber das bringt ihm ja jetzt auch kein Momentum. Also, ja, selbst wenn er solche Runde gewinnt, war das ja sehr teuer. Und er hat ja nicht so viel da hinten stehen, dass ich irgendwie 5000 Schaden nehme oder so. Also, das ist, glaube ich, vertretbar. So, das sieht jetzt ein bisschen aus, als ob man wirklich Arclights komplett geht. Das ist ja schon unendlich viele Arclights, ne? Das heißt, mit Fangs und Schilden im Late Game bin ich gut aufgestellt und dann hole ich vielleicht Fortresse dann dagegen. Ich muss mal anschauen, die Lage. Ich muss mein Geld langsamer ausgeben. Ja, Range geht, glaube ich, fast immer. Die guten Krabbler. Ja, dann packe ich jetzt Fortress dabei. Mal den Speed zurück ins Spiel holen. Wenn ich ihn so hinstelle, kann noch ein Overlord dahinter. Wäre gefährlich, ihn so an die Front zu stellen, dann kann man auf nichts mehr reagieren. Ich mache den Overlord dann links und rechts davon, denke ich mal. Schaden machen die ja nicht mehr wegen dem Flächending, ne? Was sehr komisch ist, ehrlich gesagt, weil er so viel Arclights hat. Also die Combo verstehe ich nicht. Das ausgeben und überleben ja auch Satellit, wenn er den schmeißt. Ja, und ansonsten nochmal eine Runde warten. Genau, der geht all in Arclight, war ja sehr deutlich. Aber ich verstehe es halt nicht, ne? Also Arclight ist Anti-Small. Das da mit dem Upgrade ist auch Anti-Small. Und das im Grunde genommen auch Anti-Small. Kann er mir mal zeigen, wie er dann die gleich töten will? Jetzt habe ich natürlich mit zwei ein bisschen wenig gegen die Leute, ne? Aber ich mache gleich mehr. Und da müssen wir mal gucken. EMS-Raketen potenziell. EMS-Schüsse. Also ob ich, ne, vielleicht muss man ein Schild ausgeben. Ich kann aber auch den rechts töten, aber mit einem Defense-Knopf wird Satellit den nicht mehr töten. Jetzt kann ich den Knubbel kriegen. Links, der steht leider nicht gut, sehe ich gerade. Ich bräuchte noch mal ein Arclight da vorne und dann die dicken. Ich habe zu viel Momentum schon abgegeben. Ah, ich drehe das noch. Kriegen wir schon irgendwie hin. Klar, jetzt kriegt der Melting Point. Danke, du verblödetes Spiel. Okay, ja. Ihr könnt da keine Strategie mehr aufbauen, weil dann kommt dann einfach die Hardcounter geschenkt für den Gegner im Tausender-Pack. Tja. Ja, keine Ahnung, ne? Also das ist jetzt einfach dumm. Ich versuche dann hin und her zu schießen, wenn dann seine dahin sich hinstellen. Aber ich glaube nicht, dass das gut enden wird für mich. Ich mache mal den Handschuh, dass ich ihn zumindest eine Runde habe. Hoppala. Und noch einen. Und hier war eben Kleinvieh zu viel in der Mitte. Ist ja klar, dass er die genommen hat. Ist völlig klar gewesen. Ich kann nur hoffen, dass meine Modelltanks minimal besser arbeiten und meiner die dann eben alle wegwurzelt. Und sieht tatsächlich so aus, als es klappen könnte. Mal sehen. Noch habe ich ein paar Crawler. Ich habe einen gelockt. Das war der große und den kleinen kriegen wir dann auch. Sehr schön.
Ja, jetzt die Frage, wie wir weiter vorgehen. Macht er gleich EMS-Raketen? Dann kann er alle Upgrades ausschalten. Er hat ja sehr viele Raketenwerfer. Ach ja, schwierig, schwierig. Ja, ich glaube, da gibt es nicht viele Optionen. Wenn man so einen super Ding hat, dann macht man den sehr super. Ja, Sturm. Guck mal, dass wir die Artillerie ausdünnen und alles. Level bei dem brauche ich sicher nicht. Die können aber die Level mitnehmen. Ansonsten gibt es halt jetzt leider eine Menge Kleinvieh, ne? Immer noch. Ich glaube, ich mache jetzt das Schutzschild da dran. Ja, ich muss die Melting Points besiegen. Also ich brauche wahrscheinlich einen eigenen Melting Point, aber noch ein Schild wäre auch nice. Ich weiß nicht, was von beiden, ne? Alles hat seinen Wert, weil die zwei Upgrades haben nämlich den und hofft, dass der in der Mitte das macht. Der beschützt den jetzt hier. Genau genommen sind die nur Kanonenfutter, um die zu helfen. Die anderen. Reichweite und Speed. Und wir rocken halt das kleine Zeug so schnell weg, hoffe ich, dass die besser agieren können. EMS-Raketen. Halt leider alle so teuer und nicht Raketenabwehr holen können. Aber ich meine, der ist jetzt Level 4 mit einem heilenden Item, ne? Das ist ein Biest. Und die laufen ja auch alle schneller. Achso, und nicht dünn natürlich mit dem Orbital, weil er kein Schild hat. Hier sehr viele Sachen aus rechts. Das ist sicher auch nochmal nice. Vor allem die Artillerie mit dem EMS ist weg, ne? Die hätte er wahrscheinlich ganz gerne behalten, vermute ich. Ja, das sieht sehr gut aus. Na, so viel ausgegeben, dass er kein Schild sich mehr leisten konnte. Also die Flächenartillerie, ne, die hat ihn nicht geholfen, war unnötig und hat ihn mehr gekostet, dass er am Schluss keine Schilde ausgeben konnte, die er gebraucht hätte gegen den Orbital. Also ich glaube tatsächlich, ist ja noch vielleicht noch nicht vorbei, aber die Flächenartillerie hat den so tief reingeritten, das ist ganz unglaublich. Und doch eine ganze Menge und ausreichend. Ja, also die Flächenartillerie hat ihm definitiv und ohne jeden Zweifel das Spiel verloren, ne? Weil er musste ja, die hat nichts gebracht die ganze Zeit und dann musste er 200 extra dafür zahlen. Also stellt euch vor, das wäre irgendwie Reichweite gewesen oder das da unten. Oder er hätte dann eine Schildblase geholt, damit die nicht komplett ausgelöscht wird, die EMS für all die Dinger, ne? Also dass der Reichweite behalten hat, das war ja ein Biest, das war jetzt auch nicht so gut. Also, ja. Und dann ist für gewöhnlich natürlich, wenn man den Arclight-Spam hat, will man alles machen, damit der Arclight-Spam funktioniert. Aber dafür hat er zu viele Kategorien aufgemacht. Also, das ist eine neue Kategorie, das ist eine neue Kategorie. Ja, also man will die Arclights ja am Laufen kriegen und das ist dann nicht mehr passiert in dem Umfang. Hat sich der Handschuh bei mir gelohnt? Naja, das EMS halt rausgebaitet, ne? Also richtig gelohnt ist wahrscheinlich auch übertrieben. Ja, aber ihr merkt schon, also die Strategie ist auf jeden Fall noch stark gewöhnungsbedürftig. Ich muss so viel dran machen. Und die Starthand ist, manche Sachen gehen einfach nicht. Also schnelle Einheiten in der Starthand. Also wenn das beide schnelle Einheiten sind, dann geht's wahrscheinlich. Könnt ihr dann, ne, hinrushen aufs Headquarter aus der Mitte, das geht schon. Aber nicht stark, nicht langsam und schnell gleichzeitig. Das geht auf gar keinen Fall. Oder nur unter gewissen Bedingungen vielleicht. Mal sehen. Ja, ist wieder Hippie-Ajo. Ich will den Spezialisten nehmen, aber ich glaube, ich bin besser bedient damit. Gerade weil der Panzer eben am Anfang, ne, gut Druck gegen alles macht. Ja, und dann kann ich da noch Fangs beipacken und dann habe ich meinen Start. Das ist, glaube ich, ein solider Anfang. Heavy gegen meine Giant. So, die tanken das dann, die Freunde. Links, rechts. Ist die Frage, wie eng man das zusammenstellen will. Und dann rollen da jetzt die Panzer dazu und die machen dann um. Dann müsste man hier in der Mitte Platz lassen für zwei Overlords, die ich mit dem Beacon dann aber steuere. Genau, es passt genau. Ja, nicht zu eng machen. Ich will nicht nur die Overlords, sondern auch vielleicht Wespen und andere Modelltanks. Also ein Modelltank, ne? Zwei. Und
und dann die zwei Overlords. Wie breit sind die? Vier? Ich gehe mal kein Risiko ein. So passt dann immer noch alles. Ja, für meine mobile Truppe, für den Beacon. Wenn ich es denn brauche, ne? Ist ja nicht sicher. Ich hätte vergessen, was der Gegner hatte. Heavy, genau. Naja, die Arcades müssen noch dabei. Oder halt einfach mehr Panzer, dann erfüllen die ja auch die Aufgabe oft. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Sledgehammer nehme und er nimmt dann Scorpions, dann kann ich ihn mit dem Overlord töten und mit einem Fang den Scorpion-Schuss abfangen. Also, kann natürlich auch Konter, ne? Klar. Aber das wäre jetzt eine Idee, die ich vielleicht versuchen wollte. Mit dem Hoof-Scorpion, verstehe. Ja, so ein Deployment für die Seite. Nee, das ist, glaube ich, übertrieben. Obwohl es auch nicht viel kostet, ne? Nee, nee. Ja, ich mache jetzt mit den Panzern weiter. Also die können wir trotzdem freischalten hier. In der Mitte dann natürlich nicht so schön. Die müssen ja auch die Crawler jetzt abknallen, ne? Von daher packe ich die so in der Formation, dann treffen die Crawler besser. Keine Furcht vom Feind. Kontert halt auch die Arclight dann ein bisschen. Gegner hat jetzt damit gerechnet, dass Modelltanks kommen, kam nicht und von daher kriegt er jetzt vielleicht eine Packung, mal sehen. Mit Rage kriegt die, glaube ich, schnell genug abgeknallt gleich alle. Und jetzt würde ja normalerweise die meisten würden jetzt eben Scorpion holen. Also Rage brauche ich offensichtlich nicht, ne? Die haben ja so gewonnen. Vielleicht stelle ich mich jetzt schon gegen den Scorpion auf. Also was könnte Schlimmeres als ein Scorpion geben? Klar, Fortress, ne? Aber was ein Scorpion tötet, tötet auch ein Fortress. Also von daher, ne? Jesus Maria, geht das schon wieder los. Die Fire Badgers machen natürlich das Kleinvieh weg und tanken nochmal extra. Aber die sind das gleiche Ziel wie der Sledgehammer. Also jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, ich mache das, um die an der Front schnell kaputt zu machen. Kriege die dann gebaitet. Der zeigt ja wieder so komisch an, aber ich denke, dass die da einlaufen und nicht noch da, wer hier anzeigt. Ich kann ihn ja gleich immer noch verkaufen, ne? So, den Vogel. Habe auch noch keine Artillerie dafür und kann dann nur einen holen. Das geht diese Runde vom Geld nicht. Ich müsste den verkaufen dann. Okay, dann lasse ich mir diese Runde einen auf die Fresse geben wahrscheinlich. Aber ich will den Rekrutierungsslot benutzen. Okay. Gut, dann kriegen die gleich Anti-Air. Ja, kriegt die ganzen Phönix ohne Probleme abgeknallt. Den verkaufen wir, der macht sowieso nichts. Ich habe echt gedacht, dass er die pullen würde. Aber es war massiv falsch eingeschätzt. Genau einen bekommen. Den verkaufen wir dann auf jeden Fall. Die Firebatter sind nicht so gut, also. Also die sind schon gut, aber in diesem Falle jetzt nicht, weil das ist wie bei jedem Wolken. Man will eigentlich, dass die Leute da reinlaufen. Und das machen die Fangs ja eigentlich nicht. Das macht mir also wenig Sorgen. Improved Scorpion hat er. Mhm. Hat er jetzt genug Grund zu holen, ne? So, dann gehen wir jetzt all in. Die. Ich brauche das Upgrade, dafür kann ich dran vorbei. Und dann hole ich sogar noch einen davon. Ich hätte ganz gerne Artillerie-Kanonen und alles gehabt, aber ich glaube, ich muss diese Phönixes holen. Er hat ja ne, mehr gekauft. Und da denke ich auch, dass er die benutzen möchte. Wäre mein starker Verdacht. Ja, wo stellen wir uns jetzt hin? Hier mit dem Beacon halt gleich, ne?
Ich habe jetzt leider kein Modell, den ich diese Runde da vorstellen kann. Ja, fehlt wieder das Geld, ne? Er müsste Modell tanken diese Runde davor, damit ich mir das traue. Ich habe den Knopf schon gedrückt. Oh, was für ein G, was für ein Fail, ey. Okay. Eins, zwei. Okay, das war jetzt super Fail mit dem Kredit, ne? Ohne jede Frage natürlich. Also, es braucht einen Redo-Button in dem Spiel. Ja, die Modelltanks haben mal halt gefehlt und ich habe halt mit sowas gerechnet und jetzt werden die halt gesniped, wenn ich Pech habe. Oder er hat Pech und meine Markmen machen mit. Genau, sehr schön. Ja, das Kleinvieh muss ich besser wegräumen, das ist wohl noch offensichtlich zu viel, ne? Gelevelte auf der linken Seite. Bam, schöner Knall. Also die Modelltanks waren ein Problem. Das lässt sich aber häufig schnell lösen. Und der Rest scheint ja zu klappen. Ja, dumm ist sie jetzt aufleveln. Genau, Kleinvieh töten. Ja, aber das macht er ja da links, ne? Und dann kann ich auch die R mit bekämpfen, wenn er was bringt. Also dann holen wir das da links weg. Hol ich jetzt eine Wespe zum Tanken? Ja, ne? Und da kann man ja nachher dann die anderen Modelltanks davor packen. Wie machen wir das jetzt am besten? So. Genau. Und dann für alle Reichweite diese Runde noch. Bye bye. Ja, die Markmen machen schon guten Schaden, ne? Also das gute Single-Target und hol die Viecher weg. Und jetzt wird das Kleinvieh halt von dem Taifun weggeräumt. Das war ja eben das Problem letzte Runde. Du hast ihn hier vorne offensichtlich, das reicht immer noch nicht, das ist zu viele von denen. Gleich mal gucken, wenn ich da noch vorstelle, noch ein Modell-Tank. Na gut, jetzt auch Satellit ausgegeben, aber Boden und ne, Modelltank, Bogen und R-Modelltank sind halt schwer, um Satelliten gleichzeitig zu holen. Da gibt es Wetten. Oh cool, da mache ich mit. Kann Punkte immer gebrauchen. Und wir haben natürlich jetzt den Scorpion in der Assault-Variante. Dafür brauche ich jetzt die Artillery-Kanone. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Zeit, genau zu gucken, wo die alle stehen und dann darauf zu reagieren. Das ist halt immer die größte Katastrophe, ja. Was ist neu? Ja, Orbital ist natürlich jetzt, ne, total behämmert. Aber den Tank hier. Ich meine, es gibt ja in der Mitte eh nichts zum Abknallen, ne? Und da verkaufe ich die einfach, soll das gerne im Orbital abknallen. Dass ja nicht, dass da irgendwas passieren würde. So. Dann mache ich das jetzt links-rechts. Wieder Platz lassen. Hier muss man jetzt aufpassen, diese Runde. Weil der könnte ja auch den abknallen. Und dass er nicht mit drauf geht. Ich hoffe, das reicht so. Ich hoffe mal, das reicht so. So, ansonsten nochmal hier unten. Paranoid absichern. Level haben wir. Nochmal Reichweite. Ne, diesmal mal das nicht das Problem. Keiner, okay. Ja, wieder 1000 Satelliten, aber ist ja egal, das ist nicht los in der Mitte. Die 100 Punkte nehme ich. Eine Reihe Wespen, die von hinten kommen, der hätte ja nichts gegen, ne? Ich glaube, seine Scorpions kosten inzwischen mehr als alle meine Panzer zusammen, für die die geholt hat. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ja, die Marksmen kommen nicht hinterher, sind einfach zu viele zum Snipen. Wen wundert's?
Es klappt wieder überhaupt nicht, was ich vorhabe. Ich will eigentlich die Initiative damit ergreifen und bin eigentlich nur am Reagieren. So funktioniert das vorne hinten nicht. Das ist völliger Blödsinn im Moment. Feuerchen machen, schnelles. Macht er bei mir wahrscheinlich auch. Bringen wir von hinten nochmal rein. Ja, wie machen wir das jetzt? Also jetzt werden die alle abgebrannt am Boden, vermute ich. Die Overlords machen ja schon ihren Job, da muss ich auch nichts mehr machen. Ja, die Wespen, geben einfach mal ein Schild aus, wenn er die jede Runde snipen möchte. Was habe ich denn da eigentlich für Upgrades drin? Nee, ne? Okay. Was machen wir einfach mal da vorne jetzt eine Front auf? Genau. Wo man noch eine Wespe. Voilà. Da sind jetzt die Dings, ne? Die wollen die Wespen halt holen. Aber weil er Fläche ausgegeben hat, stand an die Air, holen die auch eben nur die Wespen und nicht die Overlords. Da kommen die Crawler. Und jetzt einfach in die Flanke jede Menge Sledgehammer setzen mit Rage. Mit den Wetten los. Ja, Feuerchen, gucken, dass wir das beenden. Gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. War nach unten angeblich, okay. Mal gucken, ob er sich das dagegen wehrt. So, genau. Sind ja nachher tot, ne? Das ist meine Überlegung, wie ich die hinpacken will. So, jetzt haben wir noch irgendwie Geld über. Die mache ich jetzt super tanky. Dann noch schnell im Biegen, damit die nicht falsch abbiegen. Super Luftabwehr geholt. Und ich hoffe, das brennt jetzt. Also, das brennt nicht, ne? Ja, das hätte ich jetzt gebraucht. Das hätte ich jetzt gebraucht. Jetzt hat er natürlich Luftabwehr und ich habe Luft, ne? Obwohl er natürlich sich selber damit geliebt hat. Headquarter. Hat er nicht geschafft, leider. Schade. Weiter geht's. Ich hab's dann irgendwann doch bekommen. Ein großer Overlord. Die sollte man auch nicht unterschätzen, wahrscheinlich. Panzer. Und natürlich die Marksmen, die jetzt alles runtersnipen. Ja, das mit dem Öl, das war auch zu riskant. Eigentlich war klar, das muss man ja schilden, ne? Von daher war das auch zu ambitioniert von mir. Ich hätte das weniger greedy machen sollen. Hätte ich nur die da rechts erwischt mit dem Feuer, dann wäre das ja besser gewesen. Ja, also die Strategie ist auf jeden Fall noch schwer durchwachsen. Also, ich weiß es noch nicht. Ah, 34.000 Inside. Wie viele Leute haben da gegen mich gewettet? Da muss ja eine fette Wette gewesen sein. Aber ja, nehme ich, danke. Ja, also ich weiß es noch nicht mit der Strategie. Im Moment klappt sie halt sehr stark durchwachsen. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe das Gefühl, man muss Tempo damit machen, ne? Momentum aufbauen und das mache ich einfach noch nicht. Und ich weiß noch nicht genau, vielleicht muss ich einfach mehr Risiko eingehen. Vielleicht klappt es ja dann. Naja, ich bin erstmal weg für heute. Ciao, ciao.